Die ganze DFB-Spitze hier heute hat einen sehr glaubwürdigen Eindruck gemacht. Sie haben auch gesagt, dass Sie jetzt in Ruhe mit den Gremien, und das ist ja das, was in der Vergangenheit unterblieben ist, dass Sie mit den Gremien die Ergebnisse diskutieren, dann aufgrund der rechtlichen Einschätzung der Kanzlei Freshfields, die im Moment noch nicht vorliegt, auch Konsequenzen ziehen wollen. Nach meinem momentanen Eindruck, wie gesagt, noch nicht alles gelesen, hätte zumindest Herr Niersbach sehr viel früher informieren müssen, sein Präsidium. Das war mit Sicherheit ein Fehler, aber das wusste man zum Teil auch schon vorher, dass er ab Juni 2015 diese Vorgänge einfach versucht hat, intern zu klären. Was das Verhalten von Herrn Zwanziger betrifft, der wusste ja offensichtlich spätestens seit 2005, dass irgendwie auf bestimmten Wegen Geld an Louis Dreyfus gezahlt werden musste. Da war er voll mit drin. Also insofern hat er da meines Erachtens auch entsprechende Konsequenzen mit zu verantworten. Bis zum letzten Detail, was übrigens auch Staatsanwälte nicht immer schaffen, aber dass bis zum letzten Detail die Dinge nicht werden aufgeklärt werden können. Insofern muss ich aber feststellen, es gibt einen Zwischenstand, der weiter ist, oder einen Sachstand, der weiter ist, als ich heute Morgen noch erwartet hatte.